Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video befasse ich mich mit der Spannungsmessung mit Hilfe des PEAK-TECH P1700. Ich möchte schon mal hier darauf hinweisen, dass es am Ende des Videos zu sehr interessanten Effekten kommt. So werde ich in der Lage sein, mit Hilfe dieses Messgerätes anzuzeigen, ob ich ein Bein anhebe oder nicht. Zunächst noch eine Sache, die ich bisher nicht erklärt habe. Für dieses Messgerät, ich kann hier durch Betätigen der Mode-Taste die Anzeige beleuchten. Ich habe beide Anschlussleitungen angeklemmt, das Gerät auf Spannungsmessung eingestellt und werde zunächst nun mal ganz einfach diese Spannung an der Steckdose messen. Das sind in etwa die erwarteten 230 Volt, die hier True RMS gemessen werden. Ich kann natürlich auf diese Weise auch messen, ob sich der Außenleiter links oder rechts befindet. Ich ziehe die rechte Messleitung ab und messe gegenüber Erde 234 Volt. Das heißt, der Außenleiter befindet sich links. Denn wenn ich es umgekehrt mache, messe ich den Schutzleiter gegen den Neutralleiter und es wird keine Spannung angezeigt. Es ist mir in diesem Modus auch möglich, mit der Hold-Taste den Messwert einzufrieren. Der bleibt nun auch bei Abziehen der Leitung erhalten. Ich drücke wieder die Hold-Taste. Jetzt wird die Lampe eingeschaltet. Einmal kurz drücken und ich bin wieder in der Echtzeitmessung. Was hier merkwürdigerweise nicht funktioniert, ist die Nutzung der Max-Min-Taste. Das hätte ich hier erwartet, dass ich auch bei der Spannungsmessung eine Max-Min-Messung durchführen kann, aber hier zeigt das Messgerät tatsächlich keinerlei Reaktion. Das Messgerät verfügt auch über einen NCV-Detektor, Non-Contact-Voltage-Detektor. Mit dem kann ich nun hier feststellen, dass sich hier in diesem Bereich eine Spannung gegenüber Erde befindet. Das wird kapazitiv über meinen Körper gemessen und mit Hilfe dieser LED angezeigt. Das Ganze geht aber auch noch weiter. Ich habe in diesem Fall nur eine Messleitung angeschlossen, an den roten Anschluss und gehe nun mit dieser Messleitung an den Außenleiter und sehe hier an der LED, dass ich mich tatsächlich auf dem Außenleiter befinde. Am Neutralleiter wird nichts angezeigt, sofern ich mich weit genug von der Messstelle entferne, denn man muss bedenken, dass ja diese beiden Kontakte nach wie vor in der Lage sind, die Spannung zu detektieren. Hier wird aber auch bei größerem Abstand dieser Detektoren nun angezeigt, dass ich hier eine Spannung gegenüber Erde habe. Ich befinde mich nun nach wie vor in dem Messmodus für die Spannungsmessung und habe nur eine Messleitung und zwar an den Außenleiter angeschlossen. Sie sehen, dass das Messgerät hier nun einige Werte anzeigt, hier etwa 8 Volt. Das könnte man als Phantomspannung bezeichnen. Diese Effekte werden drastisch minimiert, wenn ich von Spannungsmessung auf Spannungsmessung Low Z umschalte. Das werde ich aber erst im nächsten Video näher besprechen. Ich möchte hier erklären, wie es an dieser Stelle zu einer Spannungsmessung kommen kann. Und zwar ist es ja nun so, dass das Messgerät in Reihe geschaltet ist mit meinem Körperwiderstand. Das soll also mein Körperwiderstand sein, R Mensch, R in des Messgerätes und hier erfolgt ja die Anzeige. Das heißt, es wird innerhalb dieser Reihenschaltung immer der Messwert angezeigt, der an dem Messwerk, also am Spannungsmessgerät, sichtbar ist. Wird nun dieser Widerstand herabgesetzt, so wird ja der Spannungsfall auf dieser Strecke kleiner sein als vorher.
Damit wird diese Spannung größer. Die ganze Reihenschaltung liegt ja an 230 Volt und es wird ein größerer Wert angezeigt. Diesen Widerstand kann ich herabsetzen, indem ich mit beiden Händen das Messgerät anfasse. Sie sehen, ich fasse mit beiden Händen das Messgerät an. Die angezeigte Spannung wird deutlich größer. Ich lasse los. Die Spannung wird wieder kleiner. Es ist also so, dass ich durch beidseitiges Anfassen des Messgerätes diesen Widerstand herabsetze, wodurch die Spannung an diesem Widerstand, das ist ja die Spannung, die angezeigt wird, größer wird und genau das haben wir gerade gesehen. Andersherum ist es so, wenn ich diesen Widerstand erhöhe, wird der Spannungsfall an diesem Widerstand größer werden, damit wird dieser kleiner und das Messgerät zeigt weniger an. Das ist der Fall, wenn ich ein Bein anhebe. Ich stehe jetzt mit beiden Beinen auf der Erde und hebe jetzt ein Bein an und Sie sehen, die Spannung sinkt. Jetzt setze ich das Bein wieder auf die Erde, belaste beide Beine gleich. Etwa 7,7, 7,9 Volt. Ich hebe wieder ein Bein an und die Spannung am Messwerk sinkt hier nur leicht im Moment, aber sie sinkt eindeutig. Wieder mit beiden Beinen auf die Erde und der Wert steigt hier, wenn auch nicht allzu stark, wieder an. Wieder anheben. Der Wert geht runter. Wieder auftreten, der Wert geht wieder rauf. Ja, soweit zu diesen interessanten Effekten bei dieser Messung. Ich hoffe, ich konnte Ihnen die Spannungsmessung mit diesem Gerät näher bringen und auch diese merkwürdigen Messeffekte vernünftig erklären. Wie bereits gesagt, im nächsten Video werde ich zeigen, wie man solche Effekte zum großen Teil unterdrücken kann, indem man nämlich mit Load Z die Spannung misst. Ja, ich hoffe, das Video hat Ihnen soweit sehr gut gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.